So, mein Name ist Trollen10000 und es geht weiter mit Let's Play Risen. Wir reden weiter hier mit dem Jäger Dark. Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen Weißen Krieg an die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig, mit Magie und so, verstehst du? Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. Eklige Biester? Ja, einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal Ricardo danach. Er ist einer der Kämpfer und Wachposten im Bandit. Mit dem werden wir dann auch gleich reden. Mit dem werden wir auch ziemlich bald treffen. Ja, wenn er denn mal der kreuzt unseren Weg, sozusagen. Dann fragen wir ihn, was weißt du denn noch über die Weißen? Was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den Weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber den Kämpfern. Lass uns handeln. Schauen wir mal, was der hat. Der hat eine Flügelschere. Damit können wir Tieren ihre Flügel abnehmen. Kiefermeißel, damit kann man Rottwürmern die Zähne rausbrechen. Bögen hat er ebenfalls, aber die werden wir nicht brauchen. Und Ring des Geschicks brauchen wir ebenfalls nicht, denn ich werde kein Bogenschütze werden. Dann heilen wir uns einmal hier in diesem Wasserfass. Nimm noch einen Schluck, dann haben wir volle Lebensenergie. Dann können wir voll durchstarten. Und wie gesagt, werden wir jetzt gleich auf Ricardo treffen. Wir sehen ihn auch schon. Das ist nämlich der Typ hier, wie ihr seht. Und mit dem werden wir jetzt auch reden. Hallo. Was ist? Was machst du hier? Wache schieben. Und? Wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso? Stell du dich mal Tag und Nacht in den Sumpf. Ist dir kalt? Nein, hier stinkt's. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachposten. Ach was. Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Wir werden seine Stärke dann gleich herausfordern, indem wir ihn zu einem Arena-Kampf herausfordern werden. Denn hier in Risen gibt's auch Arena-Kämpfe. Zumindest hier im Banditenlager. Und ihr werdet den Kampf dann höchstwahrscheinlich in diesem Part doch noch mitbekommen, denn der ist wirklich nicht stark. Wer hat hier das Sagen? Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Okay, versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? Ah, 30 Gold? Das ist ja Wahnsinn. Gut, dann töten wir die ekligen Insekten Gut. für ihn. Ich töte die ekligen Insekten im Sumpf für 30 Gold. Okay, mach weg die Dinger. Machen wir. Und wehe, du zahlst nicht. So, trainieren kann uns ebenfalls. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Wie gesagt, Arenen gibt's hier im Banditenlager und in der Vulkanfestung auch.
Hier sehen wir schon die ekligen Biester, die Ricardo meint. Die werden wir töten, sind nicht sonderlich stark. Stirb. Heilen wir uns mal schnell, denn eins von den Viechern lebt ja noch. Das werden wir aber auch gleich erlegen. So. Durchsuchen wir es. Hat Flügelstaub bei sich. Das auch ebenfalls. Okay, da ist sonst nichts, aber wir öffnen mal hier die einfache Truhe. Da ist ein nutzloses Amulett drin. Was bringt uns das, wenn es nutzlos ist? Ihr werdet es noch merken. Hier haben wir eine Wichtelkappe. Können wir das pflücken? Ja, ist eine Heilpflanze. Ein Nautilus. Das entspricht circa den Fleischwanzen in Gothic. Und ja, geben halt die Schale eines Nautilus. Die Schaufel nehmen wir und dann können wir hier an dieser besonderen Stelle, die sieht auch schon besonders aus, graben. Hier ist was vergraben. Wow, wirklich. Hätte ich nicht gedacht, so wie das aussieht. Sieht ganz genauso aus wie hier alles. Nein, also wie gesagt, man erkennt ziemlich einfach, ob man an einer Stelle was ausgraben kann. Weil der Boden halt da sehr speziell ist, wie hier gerade. Und da ist eine Truhe drin, wirklich sehen werdet. Nimm sie mal raus. Genau, eine Truhe. Die werden wir öffnen. Eine Schatztruhe. Was haben wir da drin? Bolzen, eine Halskette, einen Ring des Axtkämpfers und Dietrich. Einen Dietrich haben wir drin. Okay, jetzt haben wir die ekligen Biester getötet. Das werden wir Ricardo berichten. Und werden uns dafür unsere 30 Goldstücke abholen, die er uns versprochen hat. Die ekligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Gut, hier ist dein Gold. Ja, so mag ich das, kurz und schmerzlos. Was? Schon gut. So, dann schauen wir nochmal, was uns dabei bringen kann. Kannst du mich trainieren? Weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. So, also, wie ihr gehört habt, kann uns beibringen, mit der Armbrust umzugehen. Darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Jedenfalls gehen wir jetzt, wie erwähnt, zu diesem Typen hier, denn bei ihm können wir Arena-Kämpfe machen. Auch gegen Ricardo. Hi. Hast dich wohl verlaufen, was? Mach dir mal keinen Kopf. Ich werde mich schon um dich kümmern. Wer bist du? Ich bin Craig. Wenn du dein hart erarbeitetes Gold loswerden willst, dann bist du bei mir genau richtig. Soll ich dir mein Gold jetzt gleich in die Hand drücken, oder was? Nicht direkt. Nur wenn du es bei einem ehrlichen Spielchen verlieren solltest. Wie funktioniert dein Spielchen? Ha! Bist neugierig geworden, was? Also, pass auf, ich erklär's dir. Du gibst mir einen Teil deines Goldes und wenn du gewinnst, bekommst du deinen Einsatz doppelt zurück. Hört sich gut an. Und wenn ich verliere? Dann gehört dein Gold mir. So einfach ist das. Was müsste ich dafür tun, um zu gewinnen? Das kommt darauf an, worum es geht. Wir spielen um alles hier im Banditenlager. Wer ist der nächste Arbeiter, der von einer der Sumpfkreaturen gefressen wird? Wer gewinnt den nächsten Arenakampf? Solche Dinge. Tja, aber wenn du auf dich selbst setzt, nun, da solltest du schon etwas dafür tun. Wer sagt mir, dass du mein Gold nicht einfach behältst? Ein wenig mehr Mut hätte ich dir schon zugetraut, Bursche. Aber wie du willst, dich zwingt ja keiner. Du musst nicht spielen. Ihr kämpft auch um Gold? Ist schon etwas länger her, aber ja, wir kämpfen auch um Gold. Drüben im Westen haben wir eine kleine Arena. Dort halten wir unsere Kämpfe ab. Was ist mit dir? Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Welcher Kämpfer ist denn gut? Ricardo ist eine Pfeife. Den würde ich mit der linken Hand fertig machen. Naja, Lorenzo ist auch nicht besonders. Domingo ist wohl der Beste hier im Lager, so wie ich das sehe. Ich will in eurer Arena kämpfen. Das wollte ich hören.
Na dann, viel Glück. Aber merk dir, wenn einer am Boden liegt, ist der Kampf vorbei. Wenn du nachtrittst oder jemanden tötest, wird man dich zur Rechenschaft ziehen. Klar? Klar. Ich will spielen. Na dann lass mal hören. Auf was willst du setzen? Zuerst kämpfen wir mal gegen Ricardo. Ich kämpfe gegen Ricardo. Denn wie gesagt, der ist ziemlich schwach. Werde gewinnen. In Ordnung. Das wird nicht weiter schwer. Bringt dir aber auch nicht viel ein. Wir werden sehen. So, also essen wir noch hier das Fleisch. Berichten wir Ricardo, dass wir gegen ihn kämpfen wollen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena heraus. Pass mal. Warum nicht? Komm mit. Ja, ich komm mit. So, die Mana-Pflanze nehmen wir. So. Automatisches Speichern. Gut. Hier seht ihr auch schon die Arena. Na, dann zeig mal, was wir kämpfen kannst. Jetzt gegen Ricardo. So. Wie gesagt, wie ihr seht, hat auch keine besonders gute Taktik, wenn ich das erwähnen darf. Er weicht halt regelmäßig aus. Ja. Jetzt ist er schon aus der Arena draußen gewesen. Scheiße, jetzt hat er uns erwischt. Wie gesagt, wir sind halt doch ziemlich schwach, aber wie ihr seht, schaffen wir es auch gegen Ricardo, aber hoffentlich. Der weicht halt relativ gut aus. Das ist halt seine Taktik, das Ausweichen. So, komm, schlag euch zu, Ricardo. Komm. Na komm. Erst kommst du da jetzt wohl rauf. Verarschen kann ich mich selber. Komm hoch. Also, ich hab dir gesagt, du sollst endlich. Ja. So, heilen wir uns mal schnell. Und jetzt aber. Erst wirklich dieser Bug, dass der da unten festgesteckt ist. Immerhin ist er wieder raufgekommen. So, komm jetzt aber. Stirb. Erledigt. Durchsuchen wir noch. Stachel, Krautschlingel, Fläschchen, leichte Armbrust. Gut, jetzt haben wir auch schon eine Armbrust. Welches Schwert hatte der bei sich? Ein rostiges. Gut, wir reden gleich mit ihm. Du hast mir fast alle Knochen gebrochen. Stell dich nicht so an. Ich war eben besser. Mistkerl. So. Wir haben ihn fertig gemacht. Jetzt gehen wir zu Craig und holen uns unsere Belohnung ab. Das sind zwar nur 20 Goldstücke. Aber für den Anfang ist das nicht schlecht. Nachher werden wir dann natürlich auch noch mit Sam und Roger hier reden. Ricardo war nicht schwer zu besiegen, oder? Hier ist dein Gewinn. Danke sehr. Erzähl mir auch noch ein bisschen mehr über die Arena. Erzähl mir mehr über die Arena. Der Kampf in der Arena ist keine ernste Sache. Wir machen das, um uns zu messen und zu trainieren. Wenn du kämpfen willst, geh zu einem unserer Kämpfer und fordere ihn heraus. Haben wir ja gerade eben gemacht. Wenn der sich mit dir schlagen will, geht er mit dir in die Arena. Der Kampf beginnt, wenn beide Gegner in der Arena stehen und ihre Waffen gezogen haben. Wer zu Boden geht, hat verloren. Ach, verstehe. Okay, fragen wir ihn, ob ich hier irgendwo trainieren kann. Kann ich hier irgendwo trainieren? Da bist du bei mir genau richtig. Wenn du willst, trainiere ich dich. So, kannst du mich im Kampf was kann uns der denn beibringen? Er kann uns mehr Stärke geben oder uns im Schwertkampf unterrichten. Das ist natürlich schön und ich würde sagen, weiter geht's im nächsten Part von Let's Play Wizen. Bis dahin, mein Name ist Turn10000. Adieu.